Weiter, schneller, besser. Mehr als 340 Jungs und Mädchen von 10 bis 13 Jahren geben beim 22. Wintersportfest alles, um beim größten Wettkampf des SVBVB 49 aus Lichtenberg ganz vorne mit dabei zu sein. Ganz vorne, das ist bei den 12-jährigen Mädchen da, wo Alina Spagnol ist. Die Schülerin vom SV Flatow Köpenick dominiert die Konkurrenz in ihrer Altersklasse in den Sprintdisziplinen. Neben Talent auch ein Ergebnis harter Arbeit. Und das ist halt auch eine riesen Herausforderung, halt so besser zu werden und alles. Weil du musst halt auch richtig auf deine Körperhaltung und alles achten und die Knie hochnehmen. Das lernst du halt alles dann. Bei den Jungen aus Alinas Altersklasse hat Finlay Ahlschweig über die 60 Meter Distanz am Ende die Nase vorn und landet, durchaus bemerkenswert für einen Sprinter, auch über 800 Meter auf dem Treppchen. Hinter dem Gesamtsieger Alexandro Seiler vom ACB Hellersdorf. Neben dem BVB 49 und dem SV Flatow der dritte Verein der Startgemeinschaft LAC Berlin. Natürlich trainiert auch Finlay fleißig für solche Erfolge. Doch der Fürstenwalder weiß auch, dass Training nicht alles ist. Ein gewisses Talent braucht man dazu schon. Wenn man von Anfang an nicht gut da drin ist, dann kann man sich auch nicht so gut verbessern. Für Veranstalter Sascha Fiedler steht aber der Leistungsgedanke gar nicht so sehr im Vordergrund. Wichtiger ist für ihn, dass die Kinder Spaß am Sport haben und sich beim Wintersportfest des SVBVB 49 noch spielerisch miteinander messen können, bevor in einigen Jahren die Kaderauslese beginnt. Wir sind mehr so in dem Kinder- und Jugendsport unterwegs, dass also die Schüler und Schülerinnen nicht unbedingt leistungsmäßig bei uns trainieren müssen, sondern einfach eine sinnvolle Beschäftigung haben, auch nach der Schule einfach bei uns Sport machen können. Das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk. Alina Spagnol ist das herzlich egal. Sie trainiert weiter auf ihren großen Traum hin und dem steht aus ihrer Sicht lediglich eins im Weg. Bei den deutschen Meisterschaften musst du halt die Beste Deutschland sein, wenn du an den Olympischen Spielen teilnehmen willst. Und das will ich halt erreichen und ich trainiere halt darauf hin, aber ich bin halt noch zu jung. Was sich definitiv ändern wird. Talent gepaart mit Trainingsfleiß und Ehrgeiz. Mit dieser Mischung kann es Alina ganz weit bringen. Wir wünschen noch viel Erfolg.